My body you reach this sharp and she's like. Tonight I'm gonna feel alive. And no, I won't be here tonight. So baby, go and start a fight. I'm in love with the city lights. Bevor es ins Video geht, ich verlose ja 6 Handyhüllen, die ihr in der 12-teiligen Reihe gewinnen könnt, die im Dezember jetzt folgt. Ich habe jetzt den ersten Gewinner rausgesucht, denn der hat alles richtig gemacht, um es euch nochmal zu erklären. Ich brauche in einem von euren Kommentaren euren Instagram-Profilnamen. Ich schreibe euch persönlich an, ich suche mir die Person auch aus, die gewinnt. Das sind immer nur Personen, die ich persönlich nicht kenne, dass jeder eine faire Chance hat. Erster Gewinner habe ich rausgesucht, das ist der Nico. By the way, Nico, du folgst mir nicht auf Instagram. Ich habe auch nicht gesagt, dass ihr mir auf Instagram folgen müsst. Aber falls ihr Bock habt, hier ist mein Instagram. Könnt ihr gerne folgen. Auf jeden Fall habe ich ihm eine Nachricht geschrieben. Die sieht dann immer so aus. Jetzt geht's ins Video. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt namens Tollwut. 3. Folge von den 12. Viel Spaß mit der Folge. Ladies and Gentlemen, lange ist es her. Aber schaut mal, wer wieder dabei ist. Sami, wie geht's dir? Gut. Wo warst du die ganzen Monate? In Ägypten, in Deutschland, im Urlaub, in Amerika? Überall. Glaubst du, dass die Leute dich vermisst haben? Ja, weiß es. Woher weißt du es denn? Ich sehe es in den Kommentaren. Auf jeden Fall, ja, ihr habt mich sehr, sehr, sehr oft genötigt und gefragt, wo Samia ist. Hier ist sie. Und heute sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in München. Tollwut, Samia und Randy. Kinderpunsch, was noch? Crepe. Das war's, oder? Chai Latte? Zigarre? Nein. Ah, okay, was dann? Alles, was lecker ist. Warst du schon mal auf Tollwut? Im Sommer und im Winter und im Sommer ist es schöner. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich bin sehr, sehr happy. Es ist das erste Mal, dass es nicht regnet, es schneit und es ist auch der erste Tag, an dem ich Schnee sehe, heute. Jetzt. Plastiktüte auf Kopf. Ich brauche eine Plastiktüte für die Kamera. Wir haben Druidenbar, Bosner. Weißt du, woher Bosner kommt? Aus Bosnien. Salzburg. Eine Grillhütte, hier gibt es auch, ich glaube, so ein eigenes Zelt. Wirklich die ganze Welt Sachen kocht. Von afrikanisch bis deutsche Küche, würde ich sagen. Woher kommt Langosch? Hot Coconut. Ja, schon rein. So heißt der da. Ich will nur schauen, was es damit auf sich hat, dass es Hot Coconut heißt. Ah, Hot Coconut mit rum. Kannst du wahrscheinlich auch ohne rumnehmen. Hallo. Hallo. Habt ihr Hot Coconut auch ohne rum? Ja. Und ich hätte gerne Kinderpunsch. Heute machen wir die erste alkoholfreie Version, weil Samia mit dabei ist. Müssen wir uns anpassen an unsere Gäste. Obwohl Samia eigentlich kein Gast ist. Wir haben uns, meine ersten Videos habe ich mit dir gemacht. Stammgast. Nee. Was ist das genau? Kokosnussmilch, Milch und Zucker. Gemischt. Natürlich. Plus? Das? Plus nichts? Das war's. Okay. Achso, ich habe so... Erwartet. Was hast du erwartet? Dass sie eine Kokosnuss anziehen? Nein, das ist so, ich weiß nicht, irgendwelche Spices, Kardamom oder Zimt oder so. Nein, gar nichts, nur mit Zucker. Herzlichen Glückwunsch. So, es sind 14,50. Können Sie mal einen 50er bitte rausnehmen? Hä? Du siehst so komplett nervig. Ich bin nicht mal Milch. Willst du es nicht mal probieren? Doch. Probier es, ich bring's, schmeckt sicher Milch. Lecker. Ja, Milch, nein. Wow, Kokosnuss, Milch und Zucker. Nein, Kokosnussmilch, Milch und Zucker. Also sind zwei. Das ist Kokosmilch. Verlass, okay, dann trinke ich's. Ich dachte, es ist einfach nur Milch. Du trinkst einfach, es sieht aus wie so eine Katzenschüssel. Cheers. Ja. Ja, gut. Kokosnuss. Aus was besteht eigentlich? Weiß ich nicht. Am Ende ist es wahrscheinlich so ein Instant-Tee. Hast du aber vermisst, mit mir Videos zu machen? Ja, es macht Spaß. Kriegen wir deine Katzenmilch hier, komm. Miau! Traube oder Pflaume oder was ist das? Ein Kinderpunsch. Das ist peinlich, dass man weiß, was Kinderpunsch ist. Geil! Okay. Bio-Apfelsaft. Bio-Apfelkonzentrat, Volunderer. Oh. Also der Schnee wird auf jeden Fall immer schlimmer, Ladies and Gentlemen. Aber am Ende des Tages ist es mit Schnee 10-mal lieber wie Regen. Ich finde einfach Regen eine sehr, sehr eklige Sache. Bei Schnee kann man noch entspannt laufen. Mit wem redet der Mann? Ja, ich finde auch krass, wie man diese Kirche da sieht. Hier das Rote, der Baum und die Kirche dadurch. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Hogwarts. Schokofrüchte haben wir vergessen. Ich bin gar nicht der größte Schokofrüchte-Fan, wenn ich ehrlich nur bin. Mit Erdbeeren. Der Rest nicht. Okay. Erdbeeren-Schoko. Wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt hier in dem Zelt hinter mir
entweder ein Bazar oder so gesagt ein Essens-Foodcourt. Ich kann mich erinnern, ja, aber Bazar ist eigentlich kein Essen, Bazar ist so. Es gibt ein Essenszelt und ein Bazarzelt. Ah, okay, gehen wir ins Bazarzelt, komm. Damir wollte sich eh irgendwas kaufen, deswegen schauen wir uns mal um. Herzlich willkommen auf dem Bazar-Laden von Sendung. Ja, das haben die schon gut gemacht, so dass egal ja, was so für ein nice. Wetter, du kannst dich hier aufwärmen, durchlaufen. Yay. Was wolltest du eigentlich kaufen? Weißt du noch nicht? Hauptsache irgendwas kaufen. Ich wollte nichts kaufen, ich will nur anschauen. Die magische Jacke. Der Jutebeutel wird eine Jacke? Ich glaube. Wer trägt sowas? Meine Theorie ist, dass Tollwut zweimal im Jahr ist, im Sommer und im Winter, dass man die Sachen kaufen kann, die man halt so nicht bekommt in München oder in Deutschland. Schmuck, Taschen und so. Und nicht jeder kann sich leisten, irgendwo hinzureisen und die Sachen zu kaufen, also kommen sie hierher. Ich finde solche Gürtel ziemlich nice. Der ist krass, ne? Was kostet sowas? Den würde ich kaufen. Der ist toll. Der ist geil. Der ist gut. Hi. Prices for these? 75. 75? Yes. Why are we talking English? Weiß ich nicht, hello. Deswegen, weil ich spreche auch Deutsch. Ah, okay. Ich war jetzt. Auch Italienisch geht ein bisschen. Ich glaube, oder besser gesagt, wir glauben, es sind nicht nur Ausländer so gesagt hier, also Sachen aus dem Ausland, sondern es sind auch lokale Leute hier, die aber handgemachte Sachen machen. Die Sachen hier, das sind auch lokale Leute, die hier Sachen ausstellen, oder? Nein, die kommen von überall her. Aber auch lokale. Aber Deutschland auch, oder? Nö, wir haben draußen Peruaner, wir haben alle. Das ist ja, hat nichts mit lokal zu tun. Schaut mal bitte, was ich für... Hast du die hier gekauft oder was? Nee, die habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Wann? Letzten Winter. Was ist an Alpaka so gut? Hält es wärmer oder? Ja. Ja? Ja. Ist es bewiesen? Bewiesen und es gibt halt dieses Peeling, diese Knötchenbildung, nicht was es sonst bei Und beim Waschen hält es auch besser? Ja. Man muss es ewig gar nicht waschen. Aber wenn man stinkt? Also ich bin Raucher. Ah, okay. Dieser Pulli ist 4 Jahre, der hat noch keine Wäsche gekriegt. Und Sie dürfen mal dran riechen, er riecht nicht nach Rauch. Der riecht wirklich nicht nach Rauch. Also so, oh mein Gott. Das heißt, Alpaka stinken auch nicht so. Naja, die riechen vielleicht mal nach ihrer Kacke so ein bisschen, wenn sie irgendwo so liegen oder so. Ey, wenn ich mal ein Kind kriege, dann kaufe ich eine Alpaka-Windel und fertig. Bis 18 ist. Bis 18. Also es gibt wirklich Menschen, die kommen hierher, um sich richtig einen abzulesen und dann hauen die wieder ab. Im Großen und Ganzen kann man sagen, hier gibt es wirklich alles von Röcke bis Piercings, bis Gemälde, bis Laser-Lounge. Man kann auf der rechten Seite auch kleine Drinks oder sowas nehmen. Man kann sich seine Augen fotografieren lassen. Und dann solche Bilder zu Hause, Emily und Robin. Emily und Robin, dann kann man die sich so mixen lassen, glaube ich, die Augen. Ich überlege es mir. Kruschkiste, so fühlt sich's an. Wir sind Gentlemen, schau dich mal das an. Die laufen noch so 2 Stelzenmonster rum. Willst du probieren? Ja. Kaufen wir eine. Was kostet eine? Feine Schiff. 4,50. 4,50? Dann probiere ich sicherlich dort, dann kaufe ich die. Wir haben aber euch in der B-Ware, die kosten entweder 2,40 oder 1,70. Was bedeutet B-Ware? Sind gebrochen. Mindesthaltbarkeitsdatum im Februar oder Dezember. Du willst sie jetzt probieren oder willst du sie verschenken? Was ist genau das Konzept eigentlich? Es ist vegan, es ist vegan und bio. Das vegan, war's? Bio, Fairtrade, ohne Industriezucker. Ah, okay, also eigentlich gesunde Schokolade. Ja. Ich nehme von ganz außen, weil dann... Und was nehmt ihr dann zum Süßen her, wenn ihr keinen Zucker... Kokosblütenzucker, ja. Weil sie schmeckt süß. Es ist jetzt nicht so, dass sie so komisch bitter schmeckt. Sie schmeckt schon süß. Du kannst gerne Werbung für uns machen. Du kannst gerne selber Werbung für euch machen. Vielleicht bin ich überfordert. Ist da Salz drauf, aber gesalzene Mandel mit Schokolade. Aber die Schokolade schmeckt sehr geil. Die schmeckt richtig gut. Ich bin nicht der größte Bitter-Schokoladen-Fan. Riecht genau an der Grenze, wo ich es noch essen würde. Chocolate E-Girl. Die knackt noch mal ein bisschen anders wie so billige Milka oder so. Okay, Milka ist eh teuer eigentlich. Ist billig, aber ja, ist gut, sehr gut. Hier gibt es auf jeden Fall gemalte Berufsbilder, Ladies and Gentlemen. Einmal bin ich auf der Suche nach Samias Beruf. Mama und Papa verwöhnen mich, seitdem ich geboren bin. Gibt es das hier irgendwo als Beruf? Nein. Dann suche ich auch noch meinen Beruf. Ich bin zu faul zu arbeiten, deswegen bin ich Influencer geworden. Gibt es das hier irgendwo? Ich will wissen, kostet ob das Türkis ist. 45 Euro kostet. Das ist Türkis aus Phoenix. Und der kostet nicht 45 aus Phoenix, Euro, aus Arizona. Stein. Das sind Steine, die ich so früh übers Wasser flippen habe. Das sind nicht die Steine, die findest du hier in Deutschland nicht. Ich sag euch so, wie es ist. Kauft nicht irgend so einen Kieselstein für 45 Euro, nur weil ich irgendwer das erzählt. Ist mir egal, ob der Türkis, Grün, Blau, Lila aus San Diego ist. Die haben dich genau im Auge, die beiden. Die beobachten dich. Du isst jetzt nicht die Schokolade, Samia. Das Gute ist, Bazar ist hier, da drüben. Food Plaza.
Alles gibt's, alles. Pinguino. Colasalos, die brauchen Pinguino, die Mangialogino, die Maxiquino. Food de Plaza. Boah, Junge, 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 hier riecht es ein bisschen komisch, weil ja alles aufeinander trifft. Ja, ich muss ja sagen. Aber es ist viel los, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, obwohl, es ist eigentlich ein bisschen zu dunkel, finde ich. Sieht nicht so cool aus. Ich bin auf jeden Fall ein Food Court Fan. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Ich habe heute nur zwei Brezen gegessen, die apropos sehr, sehr lecker waren. Einmal mit Salami und einmal mit Käse. Habe ich lange nicht mehr gegessen und werde ich jetzt wieder öfter tun. Have you decided already? Ja. Vielleicht African, oder? African? Let's go, oder? Probieren wir es einfach. Das ist die Gusti-Suppe, ladies and gentlemen. Eines, ich weiß nicht, mein Lieblingsafrikanisches Gericht. Ich sage euch so, wie es ist. Aber haben die auch Grieß oder nur Reis? Ich glaube, es wäre überhaupt mal interessant, so ein bisschen diese African Kitchen noch näher kennenzulernen. Ja, ich bin schwarz, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, wie ein Deutscher aufgewachsen. Ich kenne mich auch nicht heftig aus mit afrikanischem Essen. Du warst vorgestern da, aber dann war das auch so. Wir haben dieses Bantu-Spinat. Habt ihr auch Grieß? Ja? Ja. Okay, ja, dann will ich Egusi haben, bitte. Mit. Dann kommt Bantu. Egusi und Bantu-Spinat. Und zu meinem Gericht ist Reis, oder? Zu Spinat ist ja Reis dabei. Ja. Ist gut. Wir haben die Mission, einen Sitzplatz zu finden. Licht ist ein bisschen kacke hier drin, ich sag so, wie es ist. Spinat, Gemüse, Kokosmilch und Champignon. Also nicht spektakulär, glaube ich, oder? Kommt drauf an, wie sie es gewürzt haben. Lecker. Da ist auch Ingwer drin. Darf ich auch probieren? Ja, probier. Aber ich glaube, das ist nicht... Ist nicht meins? Nee, ich glaube nicht. Schmeckt nach grün, nach gesund. Aber man schmeckt den Ingwer. Ist das gut schmeckt geil. Trotzdem haben sie noch ein bisschen... Ist sogar scharf, oder? Ein bisschen. Nee, ist der Ingwer, der das so scharf macht. Den kann man nicht mit Löffel essen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Aber ich kann hier nicht mit Händen essen, weil die Hände sind zu dreckig, Kamera, alles. Das sieht aus wie so eine Silicon Titty. Silicon Valley. Das ist auf jeden Fall Fischsuppe, ladies and gentlemen. Ich habe noch Schaf dazu genommen. Das ist mein Lieblings-African-Dish. Fischsuppe, Spinat. Ich glaube, dass da auch Chicken drin ist. Und Grieß. Geht für mich nicht besser, ist ein 10 von 10. Boah, eine Schaf ist böse scharf. Kürbiskerne sind da auch reingearbeitet. Ich sag aber so, wie es ist. Ich hatte früher eine Person in meinem Leben, die hat das Beste. Oh, es ist scharf. Die hat das beste Egusi gemacht. Komm nicht mal ansatzweise daran. Es ist gut, aber das schmeckt nicht mal ansatzweise so gut, wie ich es früher gegessen habe. Ich sag so, wie es ist. Schmeckt gut? Ja. Schmeckt besser als deins, gell? Nein. Es schmeckt nein besser. Mein schmeckt besser. Schmeckt interessant. Schmeckt auch anders. Kleine Reise nach Afrika. Was war das? Ich weiß, nein, irgendwas, also irgendwas richtig scharfes. I don't know what it is. Willst schon mal überleben, ein bisschen scharf essen. Ich meine, ey, aber warum machen die einfach scharf? Ich hab gesagt, hä? Warum? Ich habe eben gesagt, mach bitte vor Samia einer scharf rein. Mach bei ihr richtig scharf, habe ich gesagt. Sie hat dann gesagt, okay, ich mach, aber sag ihr bitte nicht. Mate, eat it with cucumber. Eat it with rice. Make Samia sweaty. Make Samia sweaty with the spices. Endresumé, 7 von 10. Egusi hier auf der Tollwut. Das ist ja sehr nett bewertet. Da fehlt noch viel Flavor, ich bin ehrlich. Und ich meine, ich sage. Nein, es ist zu nett. Nett bewertet. Boah, das ist so scharf. Boah. Anfang. Alter, wenn du das Rote hier erwischst, boah, das tut so im Hals weh. Verkauft ihr was zu trinken? Only inside in the middle. Middle. Okay. Am Ende sollte die Message für meine Videos einfach so ein bisschen sein. Geht raus, erlebt was, trefft euch mit den Leuten, die ihr liebt, die euch lieb haben. Und das werde ich über diese ganze Reihe machen. Und ich finde, da war ein wichtiger Baustein dieser Videoserie. Bitte nicht. Bitte nicht. Was? Diese Zoom. Die Dame. Plan ist, dass wir jetzt ein bisschen rausschauen, ein bisschen noch, ich weiß noch nicht, ein bisschen Süßigkeiten essen, ein bisschen schauen, was man so erleben kann auf der Tollwut und Spaß haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr weihnachtlich und es ist deutlich voller. Wir sind schon seit
eineinhalb Stunden hier, wir haben nur gegessen und so ein bisschen rumgeschaut. Was will ich jetzt? Krapes. Krapes. I got you. I got your ass. Ich hab dich. Du willst nicht fallen. Du fällst wie ein Baumstamm, der gefällt ist. Das tut nicht. Ey, Alter. Das ist richtig gefährlich jetzt. Boah, warte mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiß drauf. Es ist auf jeden Fall rutschig. Man hat's gesehen, glaube ich. Oh. Mit was darf man? Wow. Das ist ein Unterschied, ne? Wow. Boah, wie lange der Ton auch hält. Ja. Das ist sehr beruhigend, muss ich sagen. Ja. Der Anfang einer Meditation. Ja. Deswegen ist es beruhigend. Beruhig dich jetzt. Immer wenn ich dieses Geräusch höre, denke ich an Sauna eben. Was soll ich noch mal in der Sauna? Was noch mal in der Sauna? Das ist eine Geschichte, die kann ich natürlich jetzt hier nicht im Internet erzählen, aber Samir liebt Saunagänge. War gut, Sauna, ja? Ja. Nee, Randy, wir bleiben noch drin. Mir geht's eh gut. Umdrehen? Und dann von hinten nach vorne. Warte. Ey, wir sind jetzt solche Amateure, oder? Ja. Das hört sich ja wirklich an, ein bisschen wie ein Frosch. Oh, ich finde fast eher wie ein Elefantenfurz. Aber ja. Wie hört sich an? Wie hört sich ein okay. Oder grillen. Oder grillen, ja. Grillen erst. Ich sage ehrlich, die Teile haben mich früher richtig aufgeregt, in jedem Hausgang. Da musst du dir den Holzschlägel nehmen. Amateur. Auch wieder falsch. Spürst du schon was? Vibrieren, oder? Was? So vibrieren? Ja, genau. Okay. Das war ich jedenfalls. Was? 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 Was du? Willkommen. Eine Stunde der Ruhe. Ein paar Abonnenten haben wir ja auch auf jeden Fall getroffen. Kuss geht raus an euch alle. Es ist auf jeden Fall bis jetzt mit dem Wetter und so sehr, sehr cool, macht sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt, was willst du jetzt essen? Raclette. Raclette. Oder erst was trinken, mir egal. Ich will auf jeden Fall was Süßes noch. Ich weiß nicht, kommt dieser Weihnachtsvibe hier rüber? Hab ich das auch schon wieder. Raclette Alm. Was? Ich muss gerade hier was bestellen. Ich stehe nur alle. Aber nicht, ich hab die nicht gesehen. Ich bin nicht schwer, ich hab die gesehen. Hast du Wangel? Ich dachte, die stehen hier so. Sieh durch jetzt. Hast du schon gemacht. Wie viel? 7 Euro? Ja. Alter, perfekt. Das sind genau 7 okay. Euro. Okay, ich bin verloren. Take my money. Samir dachte, dass diese Bubble, dass sie da einfach so stehen. Und dann hat sie sich das erste Mal einfach vorgedrängt. Sowas würde sie nie machen. Ich fand's jetzt richtig lustig. Ich bin richtig stolz einfach. Gut, dass sie es mal gemacht hat. Gehört auch mal dazu. Eingebaute Vorfahrt, hat der andere dann dahinter gesagt. Hast du eingebaute Vorfahrt oder so? Ja. Der Cheese meldet auf jeden Fall. Das ist Raclette von uns, kennt jeder, oder? Raclette kennt wirklich jeder. Was hast du aber bestellt? Swiss Raclette. Raclette. Den Gurken und Zwiebeln. Was ist, sonst ist es nur Raclette. Danke. Danke. Schön. Was für Käse ist das, den ihr benutzt? Schweizer Raclette. Ist das spezieller Käse, den man kennt? Der heißt Raclette-Käse. Ach, der heißt einfach Raclette-Käse? Schmeckt der Käse? Ja. Ich hab wieder kalt. Ja. Schade. Aber der Käse schmeckt geil. Boah, diese eingelegten Zwiebeln, also so geil. Die werden halt runterfallen. Oh, the rhinos, dices, rhino. Want you dices, rhinos, dino. Ne, ich will nicht mehr. Ich glaube, Tollwut ist auch so ein bisschen das alternative Künstlerische von München noch, was noch geblieben ist. Weißt du, ich meine? Alternativer Weihnachtsmarkt. Meiner Meinung nach, sag ich, muss man das nicht nochmal essen. Doch. Ja? Wenn man Raclette-Käse mag, ja. Das Wetter wird auch immer besser. Das Einzige, was wirklich heavy ist, das ist böse Slippery. Weil das ist so Schnee, Eis, Wasser geworden. Dann mit so einer Schuhsohle. Ich merke auch gerade, die Axt haben auch so eine scheiß rutschige Sohle. Warum sind die eigentlich zu Winterschuhen? Sind die warm? Ich habe immer das Gefühl, dass... Richtig warm. Echt? Was ist da für ein Deswegen Fell innen? Lammfell. Lamm. Lammaju. So, wir gehen jetzt wieder rein. Kurz die Hände aufwärmen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.
Wir suchen jetzt erstmal für Samia Chai Latte. Ich nehme einen Chai Tea. Warte, ich schaue, ob er noch eine. Ja, danke. Ein Chai Latte. Ja. Sehr gut, besser als Kaffee. Bro. Und Pfand nicht vergessen. 5 Euro, 2 Euro zurück. Check. Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr Samir wieder öfter sehen wollt und sowas. Und dann versuchen wir mal, vielleicht besuchen wir sie in Ägypten oder wo auch immer. Was sagst du? Ja oder nein? Nein. Sieh ich mir aus wie ein Afrikaner. Du siehst aus Aua. Wie ein Afrikaner. Die Taktik für hier ist, ihr kommt hier rein, wärmt euch kurz auf, dann geht ihr wieder raus, kühlt euch wieder ab, wärmt euch wieder auf. So, natürlich mit ein paar mehr Glühwein. Heute ist die kinderfreundliche Version, weil Samir mit dabei ist. Ja. Wer hat sich beschwert? Oh. Sie so, und der filmt jetzt irgendwas, was auch immer? Wer hat sich beschwert? Diese Mädchen. Die verkauft? Nein, diese Frau. Wieder? Whatever, ja. Sch** auf sie. We eaten. Crepes. Crepe, Schoko, Banane. Was für eine Schokolade? Kinderschokolade. Hast du es gesagt? Nee, also wird es andere Schokolade. Echt jetzt? Dankeschön. Der ist doch besser. Ja, danke. Danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Jetzt warte ich bis sie ein bisschen abgekühlt ist. Aber hier ist blöd, gell? Bei der Kälte ist immer entweder heiß oder kalt direkt. Kalt. So, boah. Riecht nach. Boah, der riecht lecker. Nach Teig. Nach Schokolade. Aber was ich geil finde, ist, dass sie den Teig nicht süßen, sondern nur der Inhalt ist süß. Willst du probieren? Es schmeckt sehr, das Nuss-Nougat schmeckt sehr extrem. Schmeckt man sehr extrem. Nougatig. Also es ist nicht so Nutella-mäßig. Weißt du nicht so, I don't know. Es ist sehr nussig. Nuss-Nougat halt, ja. Aber ich mag auch Nutella nicht. Magst du Nutella? Ja, den Geschmack von Nutella? Also ich mag Nutella, aber ich esse es nicht oft. Ich mag es gar nicht. Ich mag halt Bananen nicht so gern, wenn die warm ist. Warum haben wir es dann genommen? Sag halt. Aber ist gut. Ist trotzdem sehr lecker. Der Teig ist angenehm. Deswegen magst du auch keine Kochbananen, oder? Ich hasse Kochbananen. Ich liebe Kochbananen mit Schokolade. Echt? Ja, und Honig auch. Aber das könnte ich mir gut vorstellen wieder. Aber ich mag Kochbananen in salzigem Essen. Ich finde ich so ekelhaft. Nee, ich mach Kochbananen und dann entweder Honig oder Schokolade. Honig. Honig. Bites. The Pancakes. Bites. Ah, ihr könnt, by the way, ich habe das im ganzen Video nicht gesagt, ihr könnt 6 Handyhüllen gewinnen mit entweder mir drauf oder Lukas und mir, indem ihr den Kanal abonniert, liked, kommentiert. Also ganz easy, es kostet euch gar nichts. Willst du jetzt einen angebissenen Crepe fotografieren? Nein. Was sagen wir? Tollwut lohnt sich, kann man besuchen? Ja. Also meiner Meinung nach Tollwut echt stark, muss ich ehrlich sagen. Egal jetzt so, ob du mit deinen Freunden hierher kommst, Pärchenabend machst oder was auch immer. Bis zur nächsten Folge, übermorgen. Merry Christmas. Zu leid, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Bitte nicht auf mein Gesicht. Die Tiefenschärfe, danke. Die Kamera ist scharf, da sieht man alles. Da sieht man auch, wenn du ein Haar hier nicht richtig gezupft hast, sieht man. Das könntest du sein, so. Mit der Klamotte. Nein. Nicht? Taugt nicht? Was? Ist nicht schön, oder was? Das ist nicht schön. Du hast doch gerade gesagt, das ist schön. Das ist doch fast das Gleiche. Hier. Schau mal, das mit Waist und... Junge, ich habe diese Frau noch nie verstanden, was für Waist an der Puppe. Einfach Zentaurien. Weißt du, was Zentaurien ist? Ja, mein Sternzeichen. Genau, dein Sternzeichen Zentaurien. Perfekt. Ich brauche einen Nippelpiercing für eine Freundin. Ich frage nur für einen Freund, so war das jetzt gerade. Wir nehmen das in Afrika, also in Ägypten, zum Putzen her. Und die nehmen es als Dekoration. Aber die würde ich irgendwie nicht probieren, da hat jeder seine Kaffee drin. Das Kauf. Kann eh nicht ins Video. Haben wir einen Gutschein gekriegt? Online-Gutschein. Du oder ich? Ich denke, nee, weil ich nur was für die Schokolade. Schickst du mir zu Weihnachten, oder? Nee, du hast mir die Schokolade gekauft. Dir. Das Geld will ich wieder überwiesen haben von dir. Auf. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das ist das Schlusswort zum Bazar, weil der Bazar geht mir eh schon auf den Sack. Let's go, gehen wir was essen. Da ist wieder so ein Hellseherstein. Hellseherstein. Die regen mich zu auf. Das ist kein Hellseherstein. Kann mir bitte jemand erklären, für was sie hier rumlaufen? Also was ist der... Ist das die Tollwut? Ist das die Tollwut vielleicht? Das Tollwut ist eine Krankheit.
Macchiato. Am Ende des Tages sollte meine Message einfach für diese Videos sein. Sei glücklich! Das ist ein Befehl! Sei glücklich! Sei glücklich. Sieht aus, hättest du Mutter mal jetzt am Kind. Warte. Hab ich auch. Oh mein Gott! Pass auf, dein Bart. Frohe Weihnachten, Merry Christmas. Hast du noch eine Message für die Leute da draußen zur Weihnachtszeit? Genau. Die Message ist, be kind und that's it. Be kind und immer nur Liebe verbreiten und nicht Hass.